Boah, hey, ich bin hyped. Hype, Bock, Angriff! Staffel 3 wurde angekündigt. Let's go! Rein in die Bücher. Samuel's World Staffel 3 wird eine Teams Edition. Regeln und Location. Ich sag's euch, Leute, das ist bestimmt dieses Sicherheitsding. Wahrscheinlich hier, wir haben das hier gesehen bei Nerd in the Dirt von Trimax. Oder hier werden wir die Tage sehen. Arctic Warrior von Otto. Das ist bestimmt so ein Sicherheitsding einfach, dass niemand abnippelt, dies, das. Weil wir hatten das ja bei Knossi gesehen, war schon ein bisschen grenzwertig, dies, das. Und wenn da so ein Survival-Experte einen nimmt und an die Hand nimmt, ist es sehr viel einfacher. Da können auch so Normalos mitmachen, so, wisst ihr, wie ich meine? Und nicht so Vollprofis. Nur, wisst ihr? Deshalb, ich finde das cool. Also ich bin gespannt. Und wie sich das auch so dann entwickelt, weil die sind ja dann nicht in der Einsamkeit sozusagen. Die sind ja nur zu zweit. Vielleicht beefen die sich oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, weiß man ja nie. Deshalb, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hey Leute, ich bin's Fritz und ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gesehen, worum es heute geht. Vorweg aber noch eine wichtige Sache. Ja, es hat sich ein bisschen was geändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Und zwar gibt es einen offiziellen Seven vs. Wild. Haben wir schon abonniert. Das Ganze findet nicht abonniert. Einen anderen Kram auch noch machen können, sondern wir wollten ein aufgeräumtes Gesamtbild haben. Deswegen auf jeden Fall. Der wievielste Abonnent bin ich? Der 320.000ste. Hey, ich hab den da schon abonniert. Hä? War ich vorhin zu lost, den zu abonnieren? Hab ich auf den falschen Button gedrückt? Bin ich irgendwie lost? Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Hey Leute, ich bin's Fritz. Hä? Wir sind doch vorhin extra dahin. Gott, wie lost war ich? Oh mein Gott, wartet, wo war ich hier? Oh mein Gott, wie lost war das denn? Das war der losteste... Ja, jetzt lacht ihr, ne? Aber ihr habt's auch nicht bemerkt, dass ich den gar nicht abonniert habe. Hä? Zum Glück habe ich aber random drauf gedrückt. Lacht mich nicht aus, Mann. Hey, ihr habt alle zugeguckt, Leute. Die habt mir nicht gesagt, Nessi, du hast gar nicht auf den richtigen Button gedrückt. Ich hätte mich wahrscheinlich dann irgendwann gewundert. So, hä? Keine Benachrichtigung. Oh Mann, ey. Fall kurz Video pausieren, Mann, ey. In die Videobeschreibung oder zum angepinnten Kommentar gucken. Dort ist das Ganze verlinkt. Ja, jetzt aber. Ja, jetzt, wir waren zu hyped. Wir haben es nicht geschafft, hier richtig zu abonnieren. Aber jetzt haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Schon mal folgen, denn da laufen jetzt auch gerade schon die Uncut-Folgen der zweiten Staffel aus Panama. Ja, von Knossi. Das ist auch schon was online. Könnt ihr schon mal reinschauen. Die Aussetzung. Das hatten wir auf dem Thumbnail gesehen. Schon dreimal jetzt. Ja, Leute, es musste passieren. Ja, passiert mal. Nein, mir ist sowas ja nie passiert, dass ich so random... Ich hab wirklich gedacht, ich hab da drauf gedrückt, ey. Oh Mann, ey. Wir hatten Bock drauf und auch ihr als Community habt euch das Ganze gewünscht. Es wird eine Teams Edition. Das heißt, ja, dieses Jahr werden die Kandidaten in 7 Zweierteams ausgesetzt. 14 Kandidaten. Eine wichtige Sache, diese Teams sozusagen sollen aus Freunden bestehen, aus Leuten, die sich kennen und die zusammen durch dick und dünn gehen, die an der ganzen Sache ja wachsen und sich gemeinsam den Herausforderungen stellen. Okay. Wie geht es bei der Wildcard? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Die sich gegenseitig pushen und auch aufeinander aufpassen. Denn ganz wichtig, schon mal eine Regel vorweg, sollte ein Kandidat ausscheiden, den Knopf drücken, nicht mehr können, am Ende... Dann ist der andere auch direkt disqualifiziert. ...sein verletzt, wie auch immer... scheidet das komplette Team aus. Das bedeutet ganz klar, es gibt keine Einzelisolation. War das nicht bei Nerd in the Dirt auch irgendwie? Oder wird das bei Arctic Warrior jetzt so sein? Das ist auf jeden Fall so Team-Ding, dass man aufpassen muss untereinander. Nee, das finde ich richtig gut. Muss ich wirklich sagen, das finde ich richtig, richtig gut. Aber es ist natürlich auch Druck, ne, für die Teilnehmer. Wenn beispielsweise, hoffentlich bricht sich der Profi irgendwie nichts oder tut nicht irgendwie was Unüberlegtes, weil kann ja mal passieren. Wisst ihr, dann ist der Teilnehmer auch gleich disqualifiziert. Ist natürlich auch ein Risiko, ne? Aber finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was denkst du, wie viele Tage wird das gehen? Wie viele Tage? Seven vs. Wild, wie viele Tage es gehen wird? Wenn du schon so fragst, nicht 7 Tage. Dann sage ich das Doppelte. Weil jetzt 14 Teilnehmer, 7 Tage, 7 Tage, 7 Teilnehmer, 7 Teilnehmer, 14 Teilnehmer, 14 Tage. Würde Sinn ergeben, für mich zumindest. Mehr wie in Staffel 1 und 2. Das haben wir jetzt ja mehrfach gesehen, auch wie Charaktere unterschiedlich sich verhalten in solcher Extremsituation. Ja. Was passiert, wenn man jetzt zwei Leute gemeinsam in solch ein Abenteuer bringt? Ja, hatten wir ja gesehen, das heißt, Nora beispielsweise. Sie kam mir gar nicht mit dieser Einsamkeit klar. Also keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin noch nie so krass einsam gewesen, aber ich denke, für mich wäre das wahrscheinlich auch irgendwann ein Problem. Wahrscheinlich so nach 5 Minuten.
Personen miteinander klar? Wachsen die über sich hinaus? Streiten die sich? Gibt es Konflikte? Es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall irgendwann Beef geben. Wird es auf jeden Fall. Weil wenn man die ganze Zeit 24 Stunden nur so zusammenhängt und kein frisch verliebtes Pärchen beispielsweise ist, wisst ihr, dann da wird es auf jeden Fall Beef geben. Arbeitsteilungen sind gemeinsam vielleicht ganz andere Projekte. Denke ich zumindest, sorry. Projekte möglich, die dort umgesetzt werden können. Alles viele Fragezeichen und ich bin sehr gespannt, was dort passieren wird. Ich auch. Und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam noch mal eine ganz... Ist Fritz dabei? Safe, oder? Er hat doch Staffel 2 so gar nicht gefeiert. Eine Zeitreise machen in die erste und zweite Staffel in Bezug auf Safe die ist ja dabei, oder? Und auf die einzelnen Abbrüche der Kandidaten. Keine Ahnung, kann ja sein, dass der nicht da ist. Der erste Teilnehmer in Staffel 1 damals in Schweden, der Niklas! Baum auf den Kopf! ...entschieden ist. Ja, nach nur wenigen Minuten könnte man sagen, war Niklas. Warum? Ihr erinnert euch, Baum. Er hat einen Baum geschüttelt, Verletzung Doin. Auf dem Kopf, eine große Platzwunde. Und aber er hat einfach durchgezogen. Aufgrund der Position konnte er alleine einfach nicht einschätzen, ob das Ganze genäht werden muss oder nicht. Wäre er zu zweit gewesen, hätte die andere Person das vielleicht begutachten können und Niklas wäre vermutlich nicht ausgeschieden. Ja. Das Problem ist, ich kann nicht sehen, wie groß das ist. Die zweite Person, die ausgeschieden... Das Ding ist, die haben... Weil ich habe immer gedacht, so, hä, warum haben die nicht einfach auf der GoPro nochmal nachgeguckt? Die haben diese anderen GoPros, nicht diese 9er, habe ich, glaube ich. Da ist vorne auch nochmal so ein Display, da kann man das genauestens sehen und sowas. Aber die haben andere GoPro, da kann man das nicht sehen. Ich weiß nicht, wie es da hinten auf dem Bildschirm ist oder sowas, aber wahrscheinlich hat... Das ist auch so klein auf der GoPro. Ich denke, er hat es einfach nicht gesehen, ne? Der Arme. Tut mir aber noch voll leid, der Niklas. Aber er hat trotzdem durchgezogen. Wisst ihr noch, mit dem Saunazelt und so. Es war so geil einfach. Eine ganze Folge nur Niklas zu sehen. Es ist Dave. Warum war das Ganze? Pilzvergiftung. Ich glaube, ein bisschen generelle Überforderung mit der Situation. Er hat auch ein paar grundlegende Fehler gemacht. Vielleicht bei der Lagerplatzwahl. Ja, es war so arschkalt. Beim Thema Essen, Trinken und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch dort in einem Zweierteam der Exit zu diesem Zeitpunkt nicht passiert wäre. Vielleicht... Ich glaube auch nicht. Ein bisschen später, aber ich würde behaupten, in einem Zweierteam wäre Dave dort auf jeden Fall auch nicht ausgeschieden. Die dritte, Bommel mit dem Bär. Ah, okay, gut. Ich weiß nicht, ob der, wenn man so einen Bär sieht, ich glaube, ja, weiß nicht, Bommel? Die Person, die raus ist, war Bommel. Warum genau? Bär. Irgendein Vieh war an seinem Zelt. Er hatte dann, glaube ich, irgendwas mit seinem Brustkorb, Herzschlag, dies, das. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen psychisch bedingt war, eventuell, was die Isolation angeht. Und auch da glaube ich, wenn man jetzt zu zweit gewesen wäre, das Vieh am Zelt wäre nochmal eine andere Geschichte. Man ist zu zweit, man kann gucken, man hat einfach, ein größeres Vertrauen in sich und so weiter. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch in dieser Situation, wenn das Ganze ein Zweierteam gewesen wäre, kein Abbruch stattgefunden hätte. Snickers? Und die vierte Person, die raus ist, war Fabio, aufgrund von Unterkühlung. Ja, okay, gut, Unterkühlung. Aber man hätte kuscheln können. Kuschel. Man muss dazu sagen, er hat sich natürlich eine ganz eigene Challenge gesetzt mit seinen zwei Gegenständen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dort in einem Zweierteam das Ganze eventuell auch nicht so passiert wäre, weil man ja eine Arbeitsteilung gehabt hätte. Das heißt, man hätte doppelt so viel Feuerholz eventuell gehabt. Ja, hätte, das stimmt. Sich auch gegenseitig mit der Körperwärme wärmen können. Also eventuell hätte Fabio mit den gleichen Gegenständen im Zweierteam das Ganze auch geschafft. Ja. Kommen wir zu Staffel 2. Nein. Die erste Kandidatin. Nova. Die hat sich einfach einsam gefühlt. Die Kandidatin, die ausgeschieden ist, ist Nova. Ganz klar, Isolation alleine kam nicht klar mit der Situation. Ja. Also auch hier in einem Zweierteam mit einer guten Freundin oder einem guten Kumpel wäre das vermutlich auch nicht passiert. Und die zweite Person, die in Staffel 2 ausgestiegen ist, war Sabrina, weil sie irgendwann völlig entkräftet ihren Shelter nicht mehr aufbauen konnte. Und das Ding ist, ich glaube, im Zweierteam hätte der andere Partner sie nochmal mitgerissen oder Partnerin, wie auch immer, oder irgendjemand hätte sie dann mitgerissen. Wisst ihr, wie ich meine? Und so, komm, lass uns nochmal probieren, dies, das, let's go. Wisst ihr? So, ich glaube nicht, dass Sabrina abgebrochen hätte. Konnte. Eventuell wäre auch da eine Situation anders gewesen, wenn sie zu zweit unterwegs gewesen wäre, weil man sich die Arbeit hätte teilen können und weil man sich vielleicht doch noch ein bisschen motiviert. So, worauf will ich überhaupt hinaus bei diesem ganzen Recap? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Exits, die bisher passiert sind, in Staffel 1 und Staffel 2, nicht passiert wären oder deutlich später passiert wären, wenn das Ganze zwei Personen... Wartet mal, sind in Staffel 2 nur die Mädels rausgegangen vorher? Fritz,
Otto. Stimmt, Sascha war auch noch drin. Knossi war noch drin. Joris war noch drin. Ja. Krass! Stimmt, sind nur die Frauen rausgegangen. Ja, stimmt. Es sind nur wirklich nur die Frauen rausgegangen. Krass. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. So, also eine Teams Edition gewesen wäre. Das würde ja heißen, wenn wir jetzt einfach sagen, ja, diesmal machen wir eine Teams Edition, dann kommen ja alle durch. Nein, glaube ich nicht. Und deswegen dachten wir uns... Glaube ich nicht, tatsächlich. Oh nein, ja. Die machen es jetzt noch unnötig schwer. Ich glaube so, dass es so oder so schon schwer genug ist. Jetzt machen die es noch unnötig schwer, Leute. Jetzt mal im Ernst. Guck mal, das ist schon krass mit so einem Partner dann, okay, auch wenn die Best Friends sind und sowas, ne, aber wenn man in so einer Extremsituation aufeinander hockt die ganze Zeit und dann auch Content produzieren muss, ey, boah, das ist nicht einfach. Oh, das ist nicht einfach. Deshalb, ich glaube schon, dass, dass es trotzdem schwer genug seid. Ruhig, Nessie. Okay, gut. Wir hören einfach mal weiter. Haben ja die Anzahl der Teilnehmer verdoppelt. Ach so, ja, auch die Tage. Und die Tage. Die Tage ist auch doppelt. Auch verdoppelt. Die Tage verdoppelt. Einfach die Tage verdoppelt. Ey, krass. Wir gehen 14 Tage. Von 7 Tagen auf 14. Auf 14 Tage. Ja, geil. Das heißt, 14 Tage lang pure Wildnis, Hunger und eventuell den ein oder anderen Konflikt. Meint ihr, Sascha und Knossi machen es nochmal im Team? Wir haben eine Teams Edition. Wir sind doppelt so lange draußen in der Wildnis. 14 Tage heißt es diesmal zu meistern. Und weil das alles noch nicht reicht und wir natürlich noch mehr neue Dinge sehen wollen, haben wir noch eine andere Entscheidung getroffen. Und ich glaube, mit dieser Entscheidung spalten wir jetzt so ein bisschen die Community. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich mag keine Spaltungen, Leute. Wartet mal, ich muss die Ohrringe ausziehen. Es tut voll weh, wenn da so Kopfhörer drauf sind und so. Das ist übel, okay. Mit was könnten die jetzt spalten? Schreibt es gern auf jeden Fall in die Kommentare. Ich wollte irgendwas sagen, hab ich vergessen. Wir haben uns dazu entschieden, die kompletten Challenges, die Tageschallenges. Bitte, bitte, bitte. Wir machen keine Challenges. Bitte einfach. Einfach sagt, nö, gibt's nicht mehr. Abzuschaffen. Oh, was ein Glück. Das heißt, im Endeffekt gibt es jetzt... Die waren auch unnötig, fand ich. Jetzt nur noch eine große Challenge und die heißt Überleben. Ja, Mann. 14 Tage lang draußen in der Wildnis klarkommen. Ja, Mann. Warum haben wir uns dafür entschieden? Ihr müsst euch vorstellen, und ihr habt es ja auch schon gesehen, dass man in so einer Situation immer in einen Nahrungsmangel kommt. Ja? Aber Moment, wie gewinnt man dann das Ding? Einfach überleben, gewonnen. Perfekt. Selbst wenn man dort was findet, was fängt und so weiter, der Körper stellt sich um, der Körper wird schwächer, müder, ja, die Leistungsfähigkeit sinkt. Und die Tageschallenges haben immer extrem viel Zeit, Energie und alles Mögliche gekostet. Es war natürlich auch, teilweise waren coole Sachen dabei, aber ich fand, es waren auch sehr viele unnötige Sachen dabei. Sehr viele unnötige. Und der Fokus wurde für meinen Geschmack zu sehr auf eine Gamification gerichtet, als auf das eigentliche und wirkliche Leben bzw. Überleben in der Natur. Ob man es nun Survival, Bushcraft oder was auch immer nennen möchte. Aber dadurch, dass wir keine Challenges mehr haben, kann der Fokus jetzt komplett sein auf mal wirklich richtig geilen Shelterbau, weil die Leute sind 14 Tage draußen. Ja? Oh mein Gott, schon wieder vergessen, 14 Tage, stimmt. Oh mein Gott. Nahrungsbeschaffung. Ich glaube, das wird diese Staffel... Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das Ding ist, es könnte auch bei der Vorbereitung sein, Team, toll, ein anderer macht's, der andere bereitet sich bestimmt voll vor, ich verlasse mich voll auf den und sowas. Da ist auch eine Gefahr, Leute, in der Vorbereitung, dass sie dich nicht richtig vorbereiten, weil die denken sich, oh komm, der weiß doch bestimmt auch was und dann wird es schon, let's go. Wisst ihr, wie ich meine? Da kann auch ein Knackpunkt sein in der Vorbereitung, weil alleine wusste man, okay gut, ich muss mich auf mich alleine verlassen, ne? Aber zu zweit ist es aber so, Wahrscheinlich sogar der Schlüssel zum Erfolg, ob du es schaffst oder nicht. Wir erinnern uns an die Abholung von Staffel 1 und Staffel 2. Wie waren die Leute drauf? Teilweise 7 bis 10 Kilo abgenommen, komplett ausgemagert, kraftlos, irgendwie gerade so noch bis zum 7. Tag durchgehangelt. Was glaubt ihr, wie viel von diesen Leuten hätten nochmal 7 Tage geschafft? Genau aus diesem Grund soll der Fokus einfach mehr auf den echten Projekten dort draußen liegen. Wenn du dir unbedingt einen Floß bauen willst, weil das sinnvoll ist zum Angeln oder weil du auf die andere Seite von den Fluss kommen willst, dann mach das. Ist ja ein geiles Projekt. Aber wir wollen nicht mehr diese gezwungene Gamification. Finde ich geil. Finde ich geil. Quasi finde ich tatsächlich richtig, richtig geil. Muss ich echt sagen. Weil, ja,
Leute, es geht ums Überleben. Das habe ich so oft jedes Mal in den Reactions gesagt. Es geht einfach ums Überleben und nicht dieses, yo, wie geht dieser blöde Block auseinander? Wisst ihr noch, ich fand, das war die schlimmste Challenge. Dieser Eichenblock oder sowas mussten die irgendwie auseinanderbekommen. Digga, ist es euer Ernst? Oder wie Sabrina das mit dieser Muschel da gemacht hatte. Diese, yo, hier, Wasser in die Muschel, zack, mir egal. Wisst ihr, weil, ey, uff. Keine Energie einfach nur in irgendwelche Sachen investiert wird, wo dann Leute irgendwelche Aufgaben erfüllen für irgendwelche Punkte. Ja, ist so. Ich meine, wir brauchen uns ja nur an Panama zurückerinnern. Ja? Sabrina hatte irgendwann nicht mal mehr Kraft, ihren Shelter irgendwie aufzubauen. Ja, ist so. Knossi hatte irgendwann völlige Halluzinationen. Sascha war ständig übel, war auch deutlich schwächer und so weiter. Und ja, die Frage ist, wenn die ganzen Challenges und die Energie dafür wegfällt, was kriegt dann ein Zwei-Mann-Team dort draußen gerissen, was das Überleben verlängert und sichert. Das heißt, es geht nicht mehr darum, irgendeinen Gewinner zu küren und irgendwelche Punkte zu sammeln, sondern alle Teams, die 14 Tage durchkommen, sind quasi Gewinner der dritten Staffel. Ja, Mann. Und da muss man aber auch nochmal ganz... Perfekt, muss ich echt sagen. Das ist aber, ey, Gewinner-Ding. Ich fand das zwar cool und so, ne? Aber ich fand auch beispielsweise Sabrina oder Niklas, die das komplett durchgezogen hatten... Nur wegen einer Nacht, so, meine Güte, das ist doch egal, ob die eine Nacht oder nicht. Also, es ist ein persönlicher Gewinn. Auch eine Nova, die hat 3 oder 4 Tage alleine draußen. Das ist krass einfach. Alleine auf irgendeiner Insel, irgendwo, nirgendwo, da wo... Also, müsst ihr euch mal reinziehen, auf einer verlassenen, einsamen, stinknormalen Insel, die ganz anders... ist wie irgendwie hier die Gegebenheiten in Deutschland. Nicht mal in der Nähe von Deutschland, wisst ihr? So deshalb, also finde ich schon geil. Also ich finde die Entscheidung geil mit keine Challenges. Klar dazu sagen, jeder einzelne Teilnehmer, beziehungsweise ja jedes Team, ja, die sich dieser Herausforderung stellen und dort ihr Bestes geben, sind für mich schon Gewinner. Ja, bitte. Weil auch. Die Erfahrungen, die die Leute dort machen, sind einfach fürs prägend. Leben, für ich immer. Glaub, ihr könnt ja, auch Mann. Die alten Teilnehmer fragen auf Instagram in ihren Streams, wie auch immer. Und jeder davon wird es bestätigen, dass es eine ganz spezielle und besondere Erfahrung ist. So, nächster wichtiger Punkt auf der Agenda ist natürlich ganz klar die Location. Und wir haben uns ja in Staffel 1 Gedanken gemacht, wir haben uns auch in Staffel 2 schon Gedanken gemacht, wo wir hingehen wollen. Und ein Ziel, eine Region auf dieser Erde ist eigentlich schon von Anfang an irgendwie auf dem Plan. Wir haben auch schon während der zweiten Staffel darüber gesprochen, heimlich im Hintergrund, welches Land wir wählen würden, welche Region, wenn es denn eine dritte Staffel geben würde. Oh mein Gott, was glaubt ihr, was für eine Region? Warte, die hatten Kälte, die hatten Wärme, aber die hat keine Hitze. Wüste. Das heißt, für euch jetzt was Neues, für uns steht das Ganze eigentlich schon sehr, sehr lange fest. Wüste. Es ist Wüste. Kanada bzw. Alaska. Wow, genau das Gegenteil. Doch, keine Wüste. Einfach genau das Gegenteil. Arctic Warrior. Let's go! Sam vs. Wild. Arctic Version. Ja, diese Alaska. Beiden Länder sind... Alaska. Sehen wir denn Robben? Irgendwie für mich der Inbegriff von... Oh, Canada. Wildnis, von Outdoor, von Abenteuer, von... Oh mein Gott. Ja, Mann, ich bin auch mal in Kanada gewesen. Stimmt. Leute... Ich war in British Columbia. Das war, wie alt war ich damals? Das war wirklich prägend für mich. Muss ich echt sagen. Wir waren komplett im Outback damals in Kanada. Es war so schön. Das war der Übergang zwischen Grundschule und weiterführenden Schule. Da hatte man ja, machen die ja generell 6 Wochen Ferien. Okay, gut, was laber ich da? Auf jeden Fall in den Sommerferien waren wir auf jeden Fall irgendwann mal da. Da gerade Ding. Und da waren wir komplett im Outback, British Columbia, irgendwo. Wir sind so, erstmal sind wir nach Vancouver, glaube ich, geflogen. Boah, ich habe keine Ahnung, wo wir hingeflogen sind. Auf jeden Fall waren wir dann mit so einer kleinen Minimaschine, sind wir dann weitergeflogen und so. Waren dann irgendwo in British Columbia. Da mussten wir 2 Stunden zum Supermarkt fahren. Die haben einfach ihre Motoren angelassen am Supermarkt, weil die meinten, das friert sonst ein. Hä? Die hatten einfach ihre Motoren, Automotoren angelassen und meinten so, nee, das wird so, das macht man so. Da hatte ich damals einen Wolf, einen Kojote, einen Bär, so einen Braunbär. Und ich kannte die halt nur so von Dschungelbuch oder so. Ich wollte die ganze Zeit zu einem Bär und wir hatten den halt so gesehen. Und meine Mutter so hatte Schreikram, so. Aah! Und da war da so ein Haus, beziehungsweise wir hatten halt das Haus, ne? Und da war da so ein See. Und vor diesem See, also hinter dem See, ne, vor dem See war das Grundstück, dies, das, aber hinter dem See,
Da war jeden Morgen ist dann einfach so eine Büffelherde durch die Gegend gelatscht. Jeden Morgen ist sie einfach da so lang gelaufen. Jeden Morgen. Und dann ist sie abends zurückgelaufen. Und dann morgens wieder zurück. Das war eine wilde Herde. Also manche sind sie auch nicht gekommen, aber meistens sind sie morgens immer da lang gelatscht. Das war richtig cool. Und den Blutegel, achso genau, oh Mann, jetzt habe ich schon verraten. Oh Mann, ey. Und in diesem Teich, also beziehungsweise den Teich, in diesem riesen See da, da sind wir dann mit dem Kanu lang gefahren und so. Und da waren überall Blutegel. Meine Mutter hat Schreikrämpfe bekommen, das glaubt ihr nicht. Unfassbar. Wassermarsch. Danke dir. Weiter geht's. Das war richtig geil. Also ich freue mich sehr auf Alaska. Also ich war nicht in Alaska, sondern British Columbia ist auch nochmal eine andere. Da sind wir nämlich auch die Rocky Mountains so lang geritten und so. Das war richtig geil. Deshalb Kanada ist unfassbar schön. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieser Alaska so aussieht. Weil ist Alaska nicht so mit diesen Seerobben und so? Also super, super krass kalt und so? Boah, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Survival ich selbst. Ist eigentlich das Ding ist, wann die das halt auch dann drehen, ne? Weil es kann auch sein, dass sie jetzt auch schon bald... Nee, okay, nee, das kann nicht sein. Okay, nein. Okay, nevermind. Zeitzonen, dies, das. Ja, weil wie auch immer, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt aufs Klima. Der Gag an der Sache war noch nie dort, will es aber natürlich auch unbedingt. Und ja, was würde da besser passen als eine dritte Staffel? Nochmal Wassermarsch, danke. Ja, vom Klima her sind wir wahrscheinlich ähnlich wie in Schweden. Ja, von den Temperaturen und vom Wetter her, obwohl man das natürlich auch nie so genau bestimmen kann. Kommt natürlich auch darauf an, ob man weiter nördlich ist oder südlich, denn ja, Alaska und Kanada ist groß. Ja. Ihr merkt aber schon, ich spreche die ganze Zeit von zwei Ländern, das passt ja irgendwie nicht, denn Stand jetzt haben wir noch nicht zu 100% eine feste Location. Die gibt es noch nicht. Im Hintergrund laufen schon Recherchen, es wird demnächst Scoutings geben, wo genau man das Ganze macht. Es geht natürlich auch dann um die Infrastruktur mit dem Orga-Team, mit den Rettungskämpfen. Boah, wie stressig. Es ist jetzt schon April. Boah, stressig. Straffer Zeitplan. Gibt es dort irgendwie Helikopter vor Ort und so weiter? Ja, oder Boote? Was gibt es für Möglichkeiten? Tierwelt? Ey, unfassbar. Ich sag's euch, British Columbia damals, wir sind 2 Stunden zum Supermarkt gefahren. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Also wir waren wirklich komplett im Outback, keine Ahnung wo. Wirklich, ich weiß es nicht mehr. Da waren auch nur Jäger sind da immer, waren da auch in diesem, also das war so ein Riesenhaus eigentlich so für Jäger. Und da konnte man sich halt so einmieten. Oh mein Gott, da waren noch Fledermäuse und so, das war richtig cool. Und ja, das war auf jeden Fall richtig cool. Es war so geil, das hat mich so geprägt. Ich muss echt sagen, da bin ich auch mit so einem Quad und so durch die Gegend gefahren. Also jetzt kann ich es ja sagen, ich bin schon damals, ich bin kein Auto damals gefahren, ohne Führerschein, aber ich bin Quad gefahren. Also dieses Ding mit 4 Dingern. Und meine Mom ist dabei jedes Mal runtergeflogen, weil ich war so, Vollgas, 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 Vollgas! Wie SpongeBob. Genau, und das war einfach nur geil. Und da hatten wir halt dann diesen Bären gesehen und sowas. Und ich war am Steuer und meine Mutter Schreikrampf, ne? Und ich wollte da hinfahren. Oh mein Gott, ihr wollt es nicht wissen. Das ist nicht gut ausgelaufen. Auf jeden Fall, das ist echt krass. Kanada ist wirklich, wirklich heftig. Da gibt es gefühlt nichts. Wir sind erstmal 5 Kilometer zum nächsten Nachbarn gefahren. Das war unfassbar. Also wirklich, die haben Weiten da. Das ist unfassbar. Das ist echt krass. Von daher, wir wissen auf jeden Fall, dass wir das unbedingt dort in diesem Bereich stattfinden lassen wollen. Auch dass ja, ihr schon mal ein Gefühl dafür kriegt, dass auch die Teilnehmer wissen, worauf sie sich einlassen. Aber final, ich fühl's wohl. Auf welchem Pin genau, steht Stand jetzt noch nicht fest. So, und jetzt fragt sich natürlich jeder, nachdem ich hier schon die ganze Zeit über alle möglichen Themen rede, wer sind die Teilnehmer? Welche Teams? Ja, das frage ich mich auch. Let's go. Wird es geben bei Staffel 3? Wir haben uns im Hintergrund schon... Kennt ihr, ich frage mich das gar nicht, weil ich freue mich einfach, dass es Staffel 3 gibt. Ist mir egal, wer teilnimmt. Ich gucke es auf jeden Fall. Ich bin so ein Fangirl. Ich finde es so geil einfach. Ein bisschen Gedanken gemacht und so ein paar Wunschkonstellationen rausgesucht. Aber ja, uns würde natürlich auch extrem interessieren, wen wollt ihr dort gemeinsam sehen? Wie wollen wir was sehen? Was sind so eure Teams, eure Duos, die unbedingt in der dritten Staffel mit dabei sein sollen? Schreibt es auf jeden Fall mal jetzt in die Kommentare. Und auch ganz wichtig, schreibt gerne mal eure Begründung dazu. Also was... Ey, ich hätte voll Bock auf Otto und Fritz. Einfach, ey, wirklich. Weil die beiden, die sind so richtig so... Wisst ihr, ich meine, da würdest du ganz ein Beef geben. Irgendwie, ich hätte einfach Bock, ich würde es fühlen. Otto und Fritz zusammenpacken, ey. So richtig Schwanzvergleich die ganze Zeit. Ey, wirklich. Ich würde es feiern. Ich als Zuschauer würde einfach sagen, geil.
Aber das Ding ist, oder halt Fritz, weil Fritz ist ja auf jeden Fall dabei. Keine Ahnung, ob Otto nochmal dabei sein wird. Aber Fritz mit jemandem, der so wie Otto ist. Wisst ihr, wie ich meine? So, dass sie sich schiefen. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich würde es feiern. Sorry, Fritz. Aber es wäre auf jeden Fall lustig. Ich sag's nur, was ich denke. Warum sind diese Papa beiden, Platte? Die ihr euch da aussucht, die perfekten Kandidaten? Und Resman? Achso, ja, ich bin hier ungeschminkt, weil ich habe so eine Augenentzündung. Beziehungsweise eigentlich ist die weg, aber ich bin mittlerweile... Fast ist die weg. Ich bin zu faul mittlerweile, mich noch zu schminken. Ich finde das so eigentlich ganz cool, den Look. Deshalb. Ja, auf jeden Fall, ich bin ungeschminkt. Also zumindest mein... Nein, ich bin nicht ungeschminkt, weil ich habe Lippenstift und so, aber ich habe keine Augen-Make-up. Das Schöne ist, morgen gibt es direkt ein weiteres Video und zwar zur neuen Gegenstandsregelung. Scheiße, mach die Gegenstände, Mann! Wer hätte es geahnt, auch hier wird mal wieder alles ganz anders. Digga, ich will Fritz leiden sehen. Ist einfach so. Fritz muss mit jemandem rein ins Team, der einfach so sich beeft, wisst ihr, wie ich meine? So, dass ich ständig so... Sorry, ey, wenn ich so knallhart bin, ne? Aber es ist so, als Zuschauer, man will das sehen. Das ist so richtig geil. Weil Fritz und Otto hatten ja immer so... Und Otto war ja immer so ein bisschen bescheiden und war so... Wisst ihr, wie ich meine? Und Fritz war immer so, und der Otto, der macht es bestimmt in den Challenges, so, ich muss es machen. Wisst ihr, wie ich meine? Das war so, oh mein Gott, das war so funny einfach nur. Deshalb, ey, ich würde es voll feiern, Fritz und Otto in einem Team oder jemanden, der Fritz einfach zum Kochen bringt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde es feiern. Sorry. Und ihr so? Wen würdet ihr so feiern? So. Also deswegen auf jeden Fall den Fritz Meinecke Live-Kanal, auf dem ihr gerade seid. Abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und natürlich auch den offiziellen Seven vs. Wild-Kanal, der auch nochmal unten verlinkt ist. Diesmal aber richtig. Und dann würde ich sagen, tschö, wir sehen uns. Zappet, oh mein Gott, ich freue mich so hardcore. Ich freue mich. Das wird geil.